Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 385, glaube ich, wenn ich recht informiert bin. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor, weil es nämlich ein sehr kulturelles, eine sehr kulturelle Sendung wird. Denn bevor ich euch Kant vorlese und den Rilke der Woche, gibt es sowohl einen Bericht von meinem ersten Besuch in der Elbphilharmonie, als auch einen kulinarischen Bericht vom Wochenende. Ja, ich habe gekocht und ich war in einem Konzert. Und weil ich weiß, dass viele Leute nicht gut einschlafen können, wenn sie nochmal was zum was Kulinarisches, Leckeres auf die Ohren kriegen und dann eher Hunger kriegen und nochmal zum Kühlschrank gehen, gebe ich euch jetzt die Chance, einfach weiter vorzuspulen bis zu dem Bericht aus der Elbphilharmonie. Da gibt es dann auch eine Kapitelmarke. Das heißt, wenn ihr einen guten Podcatcher benutzt oder die Android-App, dann könnt ihr da mal nach den Kapitelmarken gucken und einfach zur Kapitelmarke, zur Elbphilharmonie vorspringen. Denn erst erzähle ich euch vom Kochen. Das war nämlich ein sehr kulinarisches Wochenende, beziehungsweise ein Sonntagsschmaus, eine Sache, die ich mir schon länger gewünscht habe, dass ich es endlich tun kann, seit der Kulinarikast im Dezember endlich mal wieder eine neue Episode veröffentlicht hat. Da hat der Sven nämlich mit seinen beiden Kollegen davon erzählt, wie sie eine Gänsebrust zubereitet haben mit Rotkohl und Kroketten. Und alle haben von selbstgemachten Kroketten geschwärmt. Und das war eine richtig schöne Sendung. Ich habe auch gleich Lust bekommen auf Kochen. Aber als der Sven dann erzählt hat, dass man während der Herstellung dieser selbstgemachten Kroketten selbstverständlich in diese Masse, der Teig quasi, also ne, man kocht Kartoffeln, und wenn sie fertig gekocht sind, geschälte Kartoffeln natürlich, wenn sie fertig gekocht sind, gießt man sie ab und lässt sie nochmal abdampfen, dass man möglichst wenig Flüssigkeit hat und dann drückt man sie durch mit einem Kartoffelstampfer und fügt hinzu Eigelb, also bei dem 1 Kilo Kartoffeln so 2 Eigelb, Prise Salz, gute Prise Salz, bisschen Pfeffer vielleicht und Muskat. Und da kann man natürlich noch mehr hinzufügen, so wie die Kroketten schmecken sollen. Dann schlug er vor geriebenen Hartkäse, so Parmesan, oder Trüffelöl. Ich weiß gar nicht, ob er das so ernst meinte, aber in dem Moment, als er das sagte, lief mir das Wasser im Mund zusammen. Und ich habe eine wahnsinnige Lust bekommen, Kroketten mit Trüffelöl zu machen. Ich bin daraufhin dann auch bei nächster Gelegenheit zu Andronaco rangefahren. Andronaco ist in Hamburg so ein italienischer Großhandel sozusagen, also ein großer Supermarkt mit so italienischen Spezialitäten. Und da gibt es einen in Moorwerda, ganz in der Nähe vom IKEA. Und auch Freunde von uns wohnen da auch. Also ne, wenn man Moorwerda die Autobahn runterfährt, ist da gleich ein IKEA. Und wenn man nicht rechts zu IKEA fährt, sondern links, dann ist man bei Andronaco irgendwie nach ein paar hundert Metern. Linke Hand, so ein Flachdach, flaches Gebäude, wo eben erdig halt so ein Supermarkt drin ist. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Sorten Pasta und Pesto und auch frische Sachen, eine große Fleischtheke und was weiß ich nicht alles und auch Öl. So viel verschiedene Auswahl an Trüffelöl gab es eigentlich nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie viel verschiedene Auswahl an Trüffelöl man überhaupt braucht. Und ich kannte mich ja auch gar nicht aus. Also habe ich einfach 2 verschiedene Trüffelöl, ganz kleine Trüffelölflaschen gekauft. Dafür, dass sie so klein sind, waren die auch dann recht teuer. Irgendwie so 6 Euro, 5 Euro für so eine Mini-Flasche irgendwie. Aber es ist ja sehr intensiv, deswegen braucht man gar nicht so viel. Und das wollte ich halt einfach mal ausprobieren. Und jetzt ergab sich die Möglichkeit, dass meine Mama für uns Gänsebrüste gekauft hatte, die sie mit uns essen wollte. Leider war meine Mama krank, konnte also nicht mit uns essen, aber sie hat mir die Gänsebrüste gegeben und ich habe ihr dann hinterher Gänsebrust mit Krokette vorbeigebracht. Ja, und ich habe Kroketten gemacht, selber gemacht mit Trüffelöl. Das heißt, nachdem ich dann Eigelb und Salz und Muskat, ich glaube Pfeffer hatte ich dann gar nicht dran herangemacht, da habe ich noch einen guten Schuss Trüffelöl reingemacht und dann ordentlich durchgerührt, sodass dann diese noch heiße Kartoffelmasse, aber abgedampfte Kartoffelmasse dann wunderbar nach Trüffel geduftet hat. Dann
nimmt man sich, und das ist der schwierige Teil, da empfehle ich dann das Video von Sven. Also einfach mal auf YouTube nach Kulinarikast und Kroketten suchen. Dann findet man da ein Erklärvideo von Sven, wie man dann diese Kroketten formt. Die werden nämlich so ausgerollt, indem man erst eine Kugel formt in der Hand. Ich habe dann so wie bei einem Brotteig noch versucht, durch Drehen dieser Kugel ein bisschen mehr Elastizität reinzuschummeln. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Zumindest macht man dann eine Arbeitsfläche mit Mehl und rollt ganz vorsichtig mit sehr wenig Druck, denn es ist ein sehr weicher Teig, diese Kugel zu einer langen Schlange, zu einer langen Wurst. Und dann hat man irgendwann ganz viele von diesen Würsten. Es ist auch eine riesen Schweinerei in der Küche gewesen, weil ja, es fällt halt doch irgendwie auch mal auseinander. Ich habe auch die Würste zu dünn gemacht. Ich wusste nicht, da kommt dann noch Panade drumherum. Und so dünn, wie ich sie gemacht habe, mussten sie, glaube ich, gar nicht sein. Das waren auch sehr kleine Kroketten dann, dünne Kroketten. Aber auch in Ordnung. Wenn sie ausgerollt sind, lässt man sie abkühlen. So mindestens eine Stunde, dass sie wirklich durchgekühlt sind, weil sie dadurch Festigkeit gewinnen. Danach nimmt man das Eiweiß, was noch über ist, mischt ein bisschen Wasser dazu, zu gleichen Teilen sozusagen, schlägt es einmal durch und paniert die Kroketten. Also die Würste schneidet man dann einfach in Längen ab und zieht sie einmal durch das Eiweiß und zieht sie dann einmal durch Semmelmehl, Paniermehl und dann kann man sie frittieren. Ja, gut, das war mein Plan. Allerdings fiel mir dann am Sonntagmorgen beim Laufen auf, ich habe gar kein Semmelmehl. Der Sven sagt zu Recht, kauft bitte nicht dieses Paniermehl im Supermarkt in diesen Kartons, weil das nicht schmeckt. Und da hat er auch recht, ich hatte das früher auch mal, es war immer komisch und ich habe das dann nie aufgegessen, weil das nie geschmeckt hat und dann ist es immer verschimmelt. Das schmeckt nicht. Man kann Paniermehl ganz einfach beim Bäcker kaufen. Also unser Bäcker, Bäcker Weiß hier in Tosted und wo er aus Tortlysien kommt er eigentlich und hat halt über so Filialen, der hat immer so diese kleinen Plastikschälchen, die man auch beim türkischen Supermarkt mit Frischkäse oder Oliven bekommen kann. Die hat er halt mit Semmelmehl gefüllt. Das ist, ja, das sind Brotreste quasi, die dann im kleinen gemahlen sind. Und das schmeckt ganz vorzüglich. Viel besser als dieses Zeug aus der Pappschachtel. Wenn man diese Möglichkeit nicht hat, und ich hatte sie nicht, weil es war Sonntag, da gibt es zwar den Edeka-Schreiber in Spritze, der nun auf hat, aber es war irgendwie Glatteis und ich wollte es nicht nur wegen des Semmelmehls es riskieren, mit dem Auto nach Spritze zu fahren. Oder ich hatte auch kein Geld dabei, sonst wäre ich beim Laufen einfach abgebogen nach Spritze und hätte Semmelmehl gekauft. Aber es wäre dann auch ein bisschen weiter gewesen. Zumindest ist mir dann eingefallen, am Tag vorher war ich gerade beim Schlachter. Wir haben uns hier als Familie entschieden, nicht mehr so viel Fleisch im Supermarkt zu kaufen. Also Fleisch von Tieren, wo wir nicht wissen, wie sie aufgewachsen sind. Und im Supermarkt kann man fast davon ausgehen, dass das Massentierhaltungsfleisch ist. Sondern wir möchten halt lieber weniger Fleisch und dafür dann mit gutem Gewissen kaufen. Und es gibt hier einen Hof in der Nähe, in Königsmoor, das ist irgendwie drei Dörfer, die B75 runter sozusagen, das ist der Moorweghof und die haben, verkaufen ihr Fleisch, also die schlachten selbst, die züchten selbst, schlachten selbst und verkaufen das Fleisch dann auf dem Markt und haben seit kurzem auch eine Filiale, eine richtige Schlachterei-Filiale sozusagen in Heidenau. So, und da bin ich am Samstag hingefahren und habe mir jetzt schon zum zweiten Mal ganz dünn geschnittenes Rindfleisch, möglichst magerer Rinderbraten sozusagen, haben sie mir jetzt Rouladenfleisch verkauft, zum Beef Jerky machen. So, das heißt, ich hatte zu Hause schon fertig mariniert, das habe ich am Samstag gekauft und gleich mariniert. Beef Jerky, ich schweife gerade total ab, aber es gehört leider alles zusammen, deswegen muss das so sein. Beef Jerky, getrocknetes Fleisch, kriegt man in Deutschland mittlerweile auch in Supermärkten, früher nur so an Tankstellen als irgendwie kleiner Snack. Wenn man nichts Süßes haben will, also kein Schokoriegel oder so, dann kann man da Beef Jerky kaufen.
in diesem Fertig-Beef-Jerky ist halt irgendein Fleisch. Es muss halt auch mager sein, aber man weiß halt nicht, wie es aufgewachsen ist. Und meistens ist auch irgendwie noch Zucker drin oder so als Geschmacksverstärker. Man weiß auch nicht so genau, was da irgendwie noch alles drin ist. Und deswegen passt das auch ganz gut in meine, und ich mag das aber total gerne. So Beef Jerky esse ich total gerne. Es ist halt ein super intensiver Geschmack. Man hat sowas zum Kauen und es reicht ganz wenig, um mich zufriedenzustellen. Also ich muss, diese Packungen sind ganz klein, die man da kaufen kann, aber ich brauche auch gar nicht viel, um irgendwie das Gefühl zu haben, jetzt habe ich irgendwie mir einen kleinen Snack gegönnt. Wahnsinnig viel Kalorien, das ist halt quasi reines Protein. Nicht ganz, aber bestimmt irgendwie 50% Protein, wenn man nicht zu viel Zucker dran hat. Und das passt auch ganz gut so in meinen Ernährungsplan. Und ja, da habe ich dann die Idee gehabt, ich könnte ja zum Moorwickhof fahren und mir ganz dünn geschnittenes Fleisch kaufen und Beef Jerky machen. Habe ich jetzt zum dritten Mal gemacht und am Samstag halt gekauft und mariniert. Beim ersten Versuch war es irgendwie komisch, beim zweiten Versuch habe ich dann gelernt, man sollte kein Öl benutzen, dann dauert das Trocknen hinterher deutlich länger und es wird auch nicht ganz so trocken und kann halt auch ranzig werden. Also Marinade ohne Öl, gibt es ganz viele Rezepte im Netz, müsst ihr einfach mal googeln nach Beef Jerky Recipe, am besten die amerikanischen Sachen angucken, die Amerikaner sind da ein Stück weiter vorne als wir Europäer und da gibt es leckere Sachen mit Worcester Sauce und Sojasauce und Honig-Senf kann man natürlich immer machen. Ich mag es gerne scharf, also Harissa oder Chili-Pulver oder was auch immer. Knoblauch, frisch geriebener Knoblauch aus der Microplane passt dann sehr, sehr gut. Alles, was viele Aromen gibt. Und man darf das ruhig intensiv machen. Beim zweiten Versuch habe ich hinterher nach dem Marinieren am Tag danach noch einen Rub drauf gemacht. Also nochmal mit Salz und Harissa und noch irgendwas eingerieben. Ich glaube, ich hatte noch Kumin, also Kreuzkümmel irgendwie im Mörser zerstoßen und draufgerieben. Das war dann zu intensiv, ein bisschen zu salzig, zu intensiv. Habe ich jetzt beim dritten Versuch am Sonntag weggelassen. Aber ja, dann muss man irgendwie ein bisschen ausprobieren, welches Rezept am besten passt. Über Nacht marinieren lassen und dann muss es getrocknet werden. So, Beef Jerky trocknen. Am besten hängt man diese Lappen, die man dann hat. Ich habe sie übrigens ganz gelassen, also ganze Rouladengröße sozusagen, aber ganz dünn geschnitten. Kann man über das Grillrost vom Ofen, also so rüberhängen wie auf einer Wäscheleine. Am besten was drunter stellen, damit man nicht den ganzen Ofen einsaut. Also eine Fettpfanne drunter stellen oder das Backblech mit einem Backpapier, dann bleibt das auch noch ein bisschen sauber. Und dann hängt es halt so im Ofen und trocknet bei 70 Grad Umluft 3 Stunden oder so. Und dann fiel mir ein, beim Laufen, wenn ich eh den Ofen 3 Stunden bei 70 Grad laufen lassen muss und dann da eh leckere Sachen runtertropfen, dann kann ich da drunter auch gleich die Entenbrust, die Gänsebrust legen. Dann mache ich irgendwie Slow Baking Gänsebrust mit gleichzeitiger Marinierung durch diese Marinade mit so ein bisschen Honig, Senf, keine Ahnung was, irgendwie von dem Beef Jerky. Und dann fiel mir beim Laufen noch ein, ich habe kein Semmelmehl, aber ich habe den Ofen 3 Stunden lang auf 70 Grad Umluft laufen. Also ich wusste, dass dann die Gänsebrust noch nicht gar ist. Ich habe dann schon eingeplant, dass ich danach dann noch den Ofen ohne das Beef Jerky nochmal irgendwie hochdrehe. Aber die 3 Stunden oder 2,5 Stunden, je nachdem, man muss das immer mal gucken, wie schnell das so trocknet. Das Fleisch kommt halt auch drauf an, wie viel Wasser im Fleisch drin ist und wie dünn das geschnitten ist und so. Und wie gut es dann hängt. Naja, habe ich dann einfach oben auf das Grillrost, neben die Lappen, die Fleischlappen, habe ich dann noch Brotscheiben reingelegt. Ich hatte irgendwie ein Graubrot da und irgendwie so ein Kraftbrot von der Bäckerei Grimm ist auch direkt neben dem Schlachtereiladen vom Moorwickhof in Heidenau und habe das dann einfach da ordentlich durchgetrocknet, kurz in die Moulinette, meine kleine Küchenmühle, gelegt und klein gehäckselt und dann habe ich halt selbstgemachtes Semmelmehl gehabt. Zu dieser Triple Action Slow Baking Geschichte im Ofen mit Gänsebrust und Beef Jerky und Brotscheiben
gibt es ein Foto, das ich auf Flickr geteilt habe und die tollen Shownoter namens Mo und ich weiß gar nicht, wer noch heute mitschreibt, finden das bestimmt schnell raus, damit sie es irgendwie in die Shownotes packen. Dann guckt euch das an, das sieht ganz lustig aus. Ein bisschen, also wenn man kein Fleischesser ist, also Vegetarier zum Beispiel, dann ist es wahrscheinlich eher abschreckend, weil da halt so Fleischlappen irgendwie über Gänsebrüsten hängen und das Brot obendrauf, das fällt eigentlich gar nicht so auf. Sieht komisch aus, hat aber relativ gut funktioniert. Nicht ganz so gut, weil die Fleischlappen ein bisschen zu lang waren. Also die haben dann die Gänsebrüste berührt und erst als das dann sich zusammengezogen hat, weil es getrocknet ist, hing das dann frei. Aber das war dann irgendwie nichts mit gleichmäßiger Trocknung, weil das, was dann das Fleisch unten berührt hat, ist dann natürlich auch so ein bisschen aufgeschlagen, hat sich dann sich selbst dann auch noch berührt, hat da so eine Falte geschlagen. Das hat nicht so ganz gut funktioniert. Musste ich dann rausnehmen, als die Gans dann fertig gegart werden musste und musste ich dann hinterher nochmal reinhängen, so Teile vom Beef Jerky. Also jetzt diese Dreifachnutzung vom Ofen hat halt nur so zum Teil funktioniert. Aber das Brot war trocken genug zum Mahlen. Gut, machen wir weiter bei den Kroketten. Ich hatte dann ja dasselbe Mehl und habe dann mal so testweise 3 Kroketten fertig gemacht, durchs Ei gezogen, durch das Semmelmehl gezogen. Das war leider sehr unregelmäßig, also selbstgemachtes Semmelmehl. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Also lieber beim Bäcker holen, ist irgendwie besser. Ist auch nicht teuer beim Bäcker, das kostet irgendwie 1 Euro oder 1,50 oder so. Und dann hat man auch genug. Ja, hat aber funktioniert, habe ich dann ich habe einen großen Topf mit Öl drin, meine Fritteuse ist leider kaputt gegangen, macht nichts, ich habe ja noch diesen Korb, dieses Drahtgeflechtkorb von der Fritteuse, den hänge ich einfach in den großen Topf, in dem ich normalerweise meinen Curry koche, das ist so ein 28 cm Durchmesser, keine Ahnung was, großer Topf, wo ich irgendwie 1,5 Liter Öl reingetan habe und dann habe ich da drin Kroketten frittiert. Geht sehr schnell, also dauert echt nicht lange, bis die dann schön knusprig braun sind. Und der erste Biss in so eine selbstgemachte Krokette mit Trüffel, ich sag's euch, das ist ein Fest. Das war großartig. Ja, fest war übrigens auch die Gänsebrust, wenn man die 3 Stunden im Ofen lässt. Da lief natürlich sehr viel Fett raus. Entsprechend war das Fleisch nicht trocken, aber fest. Also es war gut, es war lecker, genau auf den Punkt gegangen. Ich habe auch so ein Fleischthermometer da reingesteckt, um die Kerntemperatur zu messen und habe dann bei knapp über 80 Grad die Dinger da rausgeholt, noch schnell die Haut knusprig gebraten und das hat sehr gut funktioniert. Aber das Fleisch war halt recht fest, also so kompakt. Ohne, dass es irgendwie richtig, also meine Frau sagte, noch ein bisschen länger und es wäre zu trocken gewesen, aber so ging's und es hatte einen sehr, sehr guten Geschmack. Leider gar nicht nach Beef Jerky und auch nicht nach der Marinade vom Beef Jerky, aber muss ja auch nicht sein. Es hat nach Ente geschmeckt. Wir hatten eine Soße, wir hatten viel zu viel Fett für eine Soße, was da aus den Gänsebrüsten rausgelaufen ist. Ich habe auch das Fett, was ich abgeschnitten habe von den Gänsebrüsten, noch ausgelassen. Das war auch nochmal Fett, also viel zu viel. Die Soße, da haben wir da ein bisschen O-Saft mit dran gemacht, damit es ein bisschen fruchtigen Charakter hat. War aber keine Orangensoße. Wir haben jetzt nicht noch irgendwie Orangen filetiert und so reingetan. Aber es war großartig. Dann gab es noch Rosenkohl dazu. Wir mögen, also meine Frau und ich, wir mögen sehr gern Rosenkohl. Die Kinder sind noch nicht so davon überzeugt. Die Große hat es immerhin ein bisschen gegessen, die Kleine nicht, aber es ist dann auch nicht so schlimm. War ein tolles Festessen. Meiner Mama hat es dann auch geschmeckt, als ich ihr das dann gebracht habe. Genau, jetzt habe ich von den Kroketten erzählt. Habe ich noch was vergessen bei den Kroketten? Ja, es war viel Aufwand und viel Dreck, aber es hat sich gelohnt. Und ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht. Ich werde es beim nächsten Mal sicherlich nochmal anders probieren mit dickeren Würsten und vielleicht auch einfach längeren Kroketten, dass sie ein bisschen, also es war schon ein bisschen stressig, die dann alle fertig zu kriegen, weil dann hat man irgendwie so einen Schwung Kroketten fertig, die kühlen dann natürlich irgendwie ab, dann hatte ich natürlich den Ofen, der dann leider schon zu heiß war, um es warm zu stellen, aber
ja, wie kriege ich das jetzt hin, dass die alle warm irgendwie rechtzeitig auf dem Tisch sind? Das war Stress. Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Ich habe ganz viel gelernt, wie man Kroketten vielleicht noch sinnvoller machen kann. Und ich mache das ganz bestimmt wieder. Aber es ist eine Sache, die macht man nicht jeden Sonntag, glaube ich, weil das einfach wirklich doch ein ganz schöner Aufriss ist, selbstgemachte Kroketten. Aber es ist was ich wirklich finde, für ein Essen, wo man sich wirklich Mühe geben will, lohnt sich das. Vielleicht beim ersten Mal nur für sich selbst, damit man ein bisschen übt. Aber ganz, ganz tolle Sache. Und das nächste Mal werde ich definitiv Hartkäse probieren. Wobei das Trüffelöl, das war schon ganz, ganz groß. Tolle Idee. Hartkäse. Und man kann natürlich alles andere, was irgendwie würzt und was man an Kartoffeln mag, da auch noch sich reindenken. Zum Beispiel so Chili, also so Jalapenos. So gehackte Jalapenos oder so. Kann man sich auch da reindenken. Lecker, lecker. Gut. Ausprobieren und Spaß haben. Zum Thema Beef Jerky und Ernährung. Ich habe seit September, im September, nee, oder Oktober, nee, Anfang Oktober habe ich meine neue Garmin-Uhr gekauft und dann doch endlich mal angefangen mit dem Kalorienzählen, was ich so zu mir nehme. Hatte ich ja auch schon irgendwie mehrfach berichtet. Ich bin jetzt gut über die Feiertage gekommen, habe ein bisschen zugelegt, Weihnachten, Silvester vor allem, da haben wir Burger gemacht. Hatte ich ja erzählt. Das mit dem Abnehmen ging dann jetzt aber im Januar genauso wieder weiter wie vorher auch. Auch ohne Kalorien. Also ich zähle jetzt mittlerweile nicht mehr Kalorien, aber ich habe das ganz gut anscheinend jetzt im Blick, wie viel ich so von welchen Sachen ich zu mir nehmen kann. Ich habe halt meinen Schokoriegel und meine Packung Haribo-Gummi am Nachmittag in der Firma irgendwie gestrichen und durch selbstgemachten Beef Jerky ersetzt. Ich habe zu Weihnachten von meinem Schwager so eine St. Pauli Brotdose, so eine Metalldose, die man so zuklipsen kann, geschenkt bekommen. Und die benutze ich jetzt, um meinen Beef Jerky aufzubewahren. Das steht halt auf dem Schreibtisch in der Firma und da kann ich dann nachmittags einfach eingreifen und zwei Stücken Beef Jerky essen und das reicht dann auch vollkommen aus, um diesen kurzen Energiebedarf zu decken. Ja, selber Beef Jerky machen ist halt auch ganz witzig so. Und halt vor allem günstiger als Beef Jerky kaufen, das ist doch ganz schön teuer. Kann man mal ausprobieren. Gut, ich glaube, dann habe ich vom Kulinarischen soweit alles erzählt, ne? Muss ich noch erzählen, wie man eine Soße macht? Ich weiß es selbst gar nicht so genau. Die Soße jetzt hat auch irgendwie meine Frau gemacht. Die macht dann immer so ein bisschen Mehlschwitze aus dem Fett, was man dann hat und Mehl und so. Und dann kommen halt irgendwie noch Geschmacksstoffe dazu. Wenn man einen Braten im Ofen macht, dann legt man halt einfach immer noch so ein bisschen Zwiebeln, Wurzeln und so dazu. Dadurch, dass wir so lange so bei niedriger Temperatur gegart haben, waren die Wurzeln, habe ich eben gesagt, ne? Karotten heißen die eigentlich, Mohrrüben. Die waren noch ziemlich fest, also da ist noch nicht so viel Saft rausgelaufen. Das heißt, von dem Gemüse, was wir mit reingelegt hatten in die Braten, wie heißt die denn, Fettpfanne, da kam nicht so viel Geschmack bei rum. Aber das haben wir natürlich auch noch damit reingekippt. Ja, im Soßen machen bin ich noch nicht so der Meister. Das könnte ich auch noch mal optimieren. Ich habe mal eine Zeit lang versucht, so eine weiße Soße für Nudeln irgendwie zu üben, dass ich einfach besser werde darin, weiß ich nicht, wo, einfach eine Mehlschwitze und dann irgendwie geschmacklich irgendwie aufpeppen mit so Käse oder was und dann Pilze rein oder keine Ahnung, was das. Das habe ich mal eine Zeit lang oder angebratenen Speck oder so. Ja, einfach mehrfach hintereinander gemacht, damit das irgendwie irgendwann mal sitzt, damit ich gut weiß, wie das geht und das irgendwie kontinuierlich hinbekomme. Aber jetzt habe ich das schon wieder eine Zeit lang nicht gemacht und ich, ja, müsste das schon nochmal irgendwie wieder mir drauf schaffen.
Abschnitt Kulinarik ist damit irgendwie gegessen. Und jetzt kann ich euch freudestrahlend und in noch sehr frischer und glückseliger Erinnerung von meinem ersten Besuch, von unserem ersten Besuch in der Elbphilharmonie berichten. Ich war noch nicht dazu gekommen, die Plaza zu besuchen. Die Elbphilharmonie hat ja eine Aussichtsplattform, die öffentlich zugänglich ist. Ich war schon einmal da und hatte es gesehen. Da gibt es so einen Ticketschalter und da kann man einfach hingehen und sagen, ich hätte gerne ein Ticket für die Plaza oder ich hätte gerne zwei Tickets. Und dann bekommt man die und die kosten nichts. Es kostet also nichts, zu dieser Plaza hochzufahren mit einer Rolltreppe, die erst eine starke Steigung hat und dann immer flacher wird. Also man fährt so einen Bogen und allein diese Rolltreppe ist halt schon mal ein Hingucker. Und dann kann man von dieser Plaza aus die Aussicht auf Hamburg genießen. Das ist halt auch eine schöne Location so. Man kann irgendwie nach Süden auf den Hafen drauf gucken, über die Elbe gucken, was da so ist. Man sieht von oben die Musical-Zelte da, König der Löwen und Wunder von Bern, wenn man es denn mag. Man kann hochgucken zu meinem Büro, da hinter der Fischer-Auktionshalle. Oder eben nach Norden die Speicherstadt aus nächster Nähe oder eben auch weiter weg dann, also Michel und Katharinenkirche, und man kann halt irgendwie sehr viel sehen. Das ist ganz nett. Ich war noch nicht da, also noch nicht oben, bis wir dann am Montagabend da waren, denn ich habe meiner Frau zum Nikolaus zwei Karten geschenkt, beziehungsweise ihr eine Karte und mir eine Karte für ein Konzert. Ich wollte eigentlich das Einstürzende Neubauten-Konzert sehen, das jetzt am Samstag läuft. Da laufen sogar, die spielen sogar zweimal. Einmal um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr. Die haben noch ein Zusatzkonzert dazu gemacht, weil das halt, der erste war halt sofort ausverkauft innerhalb von Minuten. Da hatte ich es nicht geschafft, mir Karten zu kaufen. Und beim zweiten Mal saß ich dann auch irgendwie genau 10 Uhr, als der Online-Kartenverkauf losging, irgendwie am Rechner und wollte dann kaufen. Und ich war dann in der Warteschlange und das hat halt nicht funktioniert. Also ich habe genau um 10 Uhr 0 und 0,1 Sekunden habe ich da drauf geklickt. 2 Sekunden vorher war es noch gesperrt und ja, dann irgendwie eine Sekunde nach 10 Uhr bin ich in die Warteschlange gekommen und dann am Ende vertröstet worden mit: Entschuldigung, die Karten sind jetzt ausverkauft. Also innerhalb von einer Sekunde war die Warteschlange so voll, dass ich halt keine Karten mehr kaufen konnte. Ich glaube, da waren auch viele dabei, die einfach Karten gekauft haben, um sie hinterher zu verkaufen, denn jetzt gibt es solche Karten auf eBay oder zumindest letzten Freitag habe ich welche gesehen für 800 Euro. Und ich glaube, das ist damit das teuerste Einstürzende Neubautenkonzert, das es jemals gegeben hat. Ich mag die Band sehr. Ich habe die Platte Haus der Lüge damals gekauft, als sie gerade rausgekommen war, und war total geflasht davon, dass es solche Musik gibt. Bin dann Fan geworden, hab die Platten irgendwie alle rauf und runter gehört. Im Kaiserkeller, wenn irgendwie das Haus der Lüge lief oder irgendwas anderes von denen, da war ich immer auf der Tanzfläche. Das ist irgendwie geile Band, machen coole Sachen. Wäre bestimmt ein Highlight gewesen, die jetzt in der Elbphilharmonie zu sehen, aber habe halt keine Karten bekommen. Und dann habe ich halt geguckt, okay, was gucke ich mir dann stattdessen an? Bin in Klassik nicht so sonderlich bewandert und konnte mich dann also nicht für ein Orchesterkonzert entscheiden. Habe dann stattdessen gesehen Brad Mehldau, ein Jazzpianist, von dem ich auch schon mal gehört hatte. Und ich glaube, eine Platte von dem hatte ich auch mal irgendwie von einem Kumpel bekommen. Der hat viele Sachen aufgenommen mit dem Trio, also mit Piano, Schlagzeug und Bass. Und das ist sehr nett. Und dann dachte ich, na gut, schauen wir uns Jazz an. Hauptsache, wir gucken mal in dieses Haus rein. War dann fast schon eine Art Frustkauf, weil ich halt die Einstürzende Neubautenkarten nicht bekommen hatte. Und dieses Brad Mehldau-Konzert war sogar noch vor dem einschlafenden Neubau-Konzert, nämlich am vergangenen Montag, am 16. Januar. Und es fing ein bisschen ernüchternd an für uns, denn wir hatten uns so verabredet, dass meine Frau direkt hinfährt und ich von der Arbeit dann direkt hinlaufe. Ich kann ja die Elbphilharmonie von meinem Büro aus sehen und ich wollte dann einfach nach der Arbeit dahin gehen und mich dann da wieder treffen. Ich habe dann leider
die SMS verpasst, die sie mir geschickt hatte, als sie im Hauptbahnhof war, und musste dann also schnell laufen, weil sie dann dort an der U-Bahn-Haltestelle schon auf mich wartete. Und ich wusste, dass sie gerade ein bisschen krank ist, Erkältung hat und angeschlagen ist und dann in der Kälte warten musste. Und das war natürlich dann doof. Dann habe ich schnell gerannt und sie musste da frieren. Hätte natürlich auch schon vorgehen können, aber wollte dann nicht ohne mich da rein. Ja, kommen wir da an, kommen nicht zu den Rolltreppen rein, weil irgendwas war irgendwie und unsere Karte hat uns auch keinen Zutritt gestattet. Dann habe ich herausgefunden, die Rolltreppe ist ausgefallen. Ja, also mussten wir mit dem Fahrstuhl hochfahren. Beim Fahrstuhl kamen wir auch nicht rein, dann war da irgendwie was defekt und die Servicekräfte mussten dann halt von Hand unsere Tickets einscannen und haben uns dann eben die haben gar nicht gescannt, sondern uns einfach dann durchgewunken, nachdem wir dann vorgezeigt haben. Also sind wir mit dem Fahrstuhl hochgefahren, der war recht klapprig, der hat auch so ein bisschen Sorgen gemacht, habe mich auch gefragt, so wie lang läuft denn dieser Fahrstuhl hier schon hoch und runter? Wahrscheinlich wurde der für die Einrichtungsarbeiten dann auch viel benutzt. Ich weiß es nicht, irgendwie machte der nicht den Eindruck, als sei der jetzt irgendwie gerade vor ein paar Tagen in Betrieb genommen, denn die Eröffnungsfeier, die ist ja gerade nur eine Woche her irgendwie. Ja, heute vor einer Woche war die Eröffnungsfeier. Ich hoffe, ihr habt das verfolgt. Auf NDR wurde das alles übertragen mit der wunderbaren Barbara Schöneberger als Moderatorin, die sich extra zur Feier des Tages eine Frisur in Form einer Philharmonie gemacht hat. Ich fand das großartig. Ganz viele haben darüber gelästert. Ich mag die Frau einfach furchtbar gern. Und bin Fan, heimlich in sie verknallt wahrscheinlich, nein, keine Ahnung, ich finde sie irgendwie toll, was sie so macht, wie sie auftritt, und diese Frisur, die fand ich einfach extrem lustig. Ja, und da gab es auch viel Klassik zu hören und wichtige Leute zu sehen, die irgendwie Reden geschwungen haben. Die Reden fand ich irrelevant, uninteressant, keine Ahnung, was ich wollte einfach diesen Raum sehen. Naja, zumindest kamen wir dann oben auf der Plaza an. Es war natürlich schon dunkel, irgendwie so 6:30 ungefähr, 1,5 Stunden vor Konzertbeginn. Wir hatten beide noch kein Abendbrot gegessen. Wir dachten, da kann man irgendwo ein Happen zu essen kriegen. Ich wusste, dass es dort ein Restaurant gibt. Das war uns aber nicht gleich ersichtlich, wo das ist. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie stundenlang suchen. Stattdessen gibt es da am 8. Stock, da wo die Plaza ist, da gibt es einen Deli oder ein Café, irgendwie so ein, ja, einen kleinen Gang, wo irgendwie links und rechts sind Getränkestände. Da gibt es leckeres Störtebeker-Bier. Ich bin ja großer Fan von Störtebeker. Ein Bier aus Stralsund, eine Brauerei aus Stralsund, die sehr leckere Sachen herstellen. Ich mag total gerne das Atlantic Ale von denen. Das ist ein IPA. Aber auch das Weizenbier, das Standard-Weizenbier, ist sehr, sehr lecker. Also wirklich schmackhaft ganz vorne mit dabei. Denkt man gar nicht. Man denkt immer, Weizenbier können nur die Bayern. Aber an der Ostsee wird ein mindestens ebenso gutes gebraut. Ja, ich hatte gehört, dass Störtebeker, also ich finde, das passt auch total gut. Die haben eh immer so geschwungene Gläser und das passt auch total gut zur Elbphilharmonie. Und ich hatte auch gehört, dass es da Sorten gibt, die man sonst so im Laden nicht bekommt von Störtebeker. Aber das gilt nicht für das kleine Café da oben. Da gab es nur die Standard-Biere, die man auch im Laden bekommt von denen. Und einen Stand, wo man so ein belegtes Brötchen oder eine Stulle oder einen Keks bekommen kann. So Kaffeekekse. Da haben wir uns dann angestellt. Da waren halt sehr, sehr viele Menschen. Also die Elbphilharmonie ist halt neu und viele Leute interessieren sich dafür. Und auf der Plaza waren natürlich auch noch Leute, die irgendwie nicht ins Konzert wollten, aber eben auch sehr viele, die ins Konzert wollten. Und das war einfach recht voll. Und Leute, die ins Konzert wollten, die waren auch, weiß ich nicht, ich glaube, der Altersdurchschnitt der Besucher dieses Konzerts war schon recht hoch. Da waren wenig junge Leute, also auch junge Menschen, aber echt wenige. Und schon so auf klassisches Konzert ausgerichtet. Also die Leute haben sich größtenteils sehr ordentlich angezogen. Ich bin auch im Anzug hingegangen, ohne Krawatte, aber so mit Anzug halt, schwarzer Anzug, weißes Hemd, weil ich dachte, das passt irgendwie. Wenn man in so einen Saal reingeht, dann will man auch irgendwie anständig aussehen. Es sah auch niemand unanständig aus. Aber es gab auch Leute, die irgendwie einen ordentlichen Pulli und eine Jeans an hatten. Das war auch kein Problem. Da hat auch keiner irgendwie blöd geguckt. Aber die meisten waren eben dann doch so ein bisschen auch
Etepetete, ich weiß gar nicht, ob ich Etepetete gewirkt habe, aber viele Ältere, die dann auch in der Reihe vor uns standen und dann irgendwie sich erstmal orientieren mussten, was sie denn jetzt kaufen wollen und dann irgendwie lange gebraucht haben, um sich zu entscheiden, als sie an der Reihe waren. Erschwerend kam hinzu, dass hinter diesem Tresen nur eine Servicekraft stand, eine Bedienung, und die war auch nicht die schnellste. Die hat dann auch recht lange gebraucht, um das Bestellte auf ein Tablett zu verfrachten und dann abzukassieren und dann zum nächsten Kunden zu kommen. Und zwischendurch ist sie sogar noch nach hinten gelaufen, um neue Brötchen zu holen, weil die waren dann halt irgendwann, oder eine Sorte war alle, und dann hat sie irgendwie zwei, drei neue Brötchentabletts geholt. Das hat ewig lange gedauert, bis wir da unser belegtes Brötchen bekommen. Das war sehr lecker. Es gab, ich hatte ein so ein Roggenkörnerbrötchen mit, jetzt kommt doch nochmal Kulinarik, ne? Mit Hering und roter Beete, Salat, so. Sehr lecker. Also passte auch perfekt zu meinem Atlantic Ale. War schon sehr gut. Meine Frau hatte ein Brötchen mit, was hatte die denn, irgendwie Käse? Irgendwas mit Käse. Ja. Das war okay. War ein Käsebrötchen. Irgend so eine Creme war da noch. Ich weiß es nicht mehr. Gut, so, das war ein Downer-Erlebnis. Das Bier, da bin ich schneller rangekommen, allerdings musste man halt Glaspfand bezahlen, 3 Euro Glaspfand, und dann kriegt man noch einen Chip, den man dann eben mit dem Glas zurückgeben musste, um sein Geld zurückzubekommen. So, leider, als wir dann fertig waren mit Essen und Trinken, war die Schlange am Bierstand so lang, dass ich da eine halbe Stunde hätte anstehen müssen, um meinen Pfand wiederzubekommen. Das wollte ich natürlich nicht. Stattdessen wollte ich hoch in den großen Saal, denn der war mittlerweile geöffnet. Und dann wollte ich es halt einfach mit hochnehmen und da abgeben. Ich dachte, da sind ja auch Getränkestände, aber nein, die Gläser darf man nicht mit hochnehmen. Damit wurde ich dann zurückgewiesen. Ja, also habe ich in meiner Tasche, die ich mit hatte, in meiner Arbeitstasche, das Glas einfach mit hochgeschummelt. Habe es hinterher nach dem Konzert wieder mit runtergenommen und dann hinterher zurückgegeben. Das ging dann auch schneller. Da war dann nur eine Person vor mir. Ja, aber nach diesen Ernüchterungen, wo auch das Atlantic Ale gegen die Ernüchterung nur ein bisschen geholfen hat, ging es dann hoch in den großen Saal, und ich sag euch, das war die reinste Freude. Man geht so eine ganz breite Treppe hoch mit recht langen Stufen. Also irgendwie war es schwierig, diese Treppe hochzugehen, weil die Stufen sehr lang und niedrig waren und aber auch nicht so lang, dass man 2 Schritte braucht, sondern irgendwie so alles merkwürdig, auch nicht symmetrisch irgendwie. Die laufen halt zur einen Seite so noch so auseinander. Also ganz außen waren die Stufen, glaube ich, sogar schmaler als innen. Irgendwie war es ganz merkwürdig geschnittene Treppe, die sich nach oben so verjüngte. Sonst geht das ja auch gar nicht alles, was ich hier beschreibe. Und dann kam man so in den ersten Vorraum des Foyers sozusagen, wo dann links und rechts Garderoben waren, und das ging ratzfatz. Also da war sofort irgendwie frei, und dann haben wir Jacken und eine Tasche abgegeben. Auch irgendwie zu einem vernünftigen Preis, irgendwie 1,50 pro Jacke, so kann man dann machen. Tasche war irgendwie mit drin. Das ging echt schnell. Und übrigens auch beim Rausgehen haben wir sofort irgendwie unsere Jacken bekommen. Also man muss dann halt genau dahin gehen, wo man die Jacke abgegeben hat, an dem langen Tresen. Gibt da nicht eine Schlange, sondern halt ganz viele Schlangen, und das ging wahnsinnig schnell. Und von der Garderobe aus führen dann halt so weitere Treppen immer weiter nach oben, und die sind halt auch alle total verschlungen, verdreht. Die Fußböden übrigens auch in der Plaza sind halt alle irgendwie uneben. Also die machen dann so Wellen, und die Fußböden oben sind aber sehr edel, alles Holzfußboden dann und so Stiftparkett-mäßig, so Schiffsbodenparkett. Ganz toll. Also wirklich toll, da die Treppen hochzugehen, und man kann von überall so runter gucken, wo man dann lauter schräge Treppen sieht, und nach oben gucken, wo irgendwie alles irgendwie weitergeht. Und dann kann man außen an dem Gebäude immer wieder auch so ganz außen rumgehen, aus den Fenstern rausgucken. Das war jetzt halt irgendwie alles dunkel, und da konnte man nicht so viel erkennen, aber man konnte auch immer wieder rausgehen. Es gibt überall so kleine Balkone quasi,
Die kann man auch von außen sehen an der Elbphilharmonie. Das sind diese mit dem großen weißen, geschwungenen, so eine Tropfenform sozusagen. Wirkte auf mich sehr gefährlich. Also das war halt dann sehr windig und das ist halt so ein ganz, also so ein Meter breiter, komischer Bogen. Da, wenn man sich rüberlegt, kann man irgendwie Angst haben, dass man da gleich runterfällt. Also das sollte man dann lieber nicht tun. Ja, ich hoffe, da passiert nichts irgendwie. Aber man muss auch nicht. Also wenn man nicht sich darüber legt, um runter zu gucken, was ich auch nicht empfehlen kann, dann kann da auch nichts passieren. Also man wird jetzt nicht vom Wind darunter gedrückt oder so. Ist aber total toll, da auf diesem Balkon zu stehen und auf die Stadt zu gucken oder auf den Hafen zu gucken oder wie auch immer, einfach da zu stehen und dieses Haus irgendwie außen zu genießen. Genau, und dann sind wir auch einmal ganz nach oben gegangen. Unsere Plätze waren in dem mittleren Rang, im 15. Stock. Also nicht der 15. Stock innerhalb des großen Saals, sondern 15. Stock des Gebäudes. Das ist dann quasi der erste Stock in dem großen Saal. Da gibt es irgendwie unten, wo man halt vom Parkett aus quasi dann hinkommt, die Plätze. Und dann gibt es so einen ersten Rang und einen zweiten Rang, aber das ist auch gar nicht so einfach zu erkennen, weil die Ränge alle nochmal so in sich versetzt sind. Das sind alles so Waben, die irgendwie außen rum sind in diesem hängenden Gebilde. Und man muss halt dann auch, wenn man den richtigen Eingang gefunden hat zu seinem Bereich, muss man möglicherweise in der Struktur nochmal eine Treppe hoch und wieder runter oder sonst wie irgendwie. Das ist sehr, sehr interessant, da reinzukommen. Und der Saal selbst ist ein fantastisches Erlebnis, da reinzugehen und dann das so mit eigenen Augen zu sehen. Klar, im Fernsehen hat man das jetzt alles schon gesehen und es gibt ja auch dieses Video mit Drohnen, die da irgendwie rumfliegen. Aber da so drin zu stehen und das zu hören, wie das klingt, wenn da ganz viel gemurmelt wird, und es war schon sehr, sehr beeindruckend. Und das Licht da drin war toll und dann unten stand halt ein riesiger Flügel, wo der Deckel auch gar nicht drauf war, also nicht irgendwie hochgeklappt oder so, sondern der war halt einfach offen. Und vor und hinter dem Flügel, so in 1,5 Meter Abstand, waren Lautsprecher aufgebaut, die so eine halbe Tonne quasi, also so ein rundes Gebilde, das halt nach vorne, oben und hinten abgestrahlt hat. Also stellt euch so ein Ölfass vor, was in der Mitte durchgetrennt ist und dann auf der Seite liegt. Ne? So eine Struktur irgendwie. Zusammengesetzt aus 6 Lautsprechern und die strahlen dann halt so in alle Richtungen ab, und das relativ nah dran am Flügel selbst, am Klavier selbst, sodass man dann das Gefühl hat, und die waren auch gar nicht laut. Also ich habe mich zuerst gefragt, warum muss das überhaupt verstärkt werden, und ich weiß es auch nicht, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass diese Lautsprecher besonders laut aufgedreht waren. Das war, glaube ich, wirklich nur so zum Ausgleichen und anpassen irgendwie, um das Klangerlebnis noch toller zu machen. Und das war toll. Also als dann Brad Mehldau reinkam, kurz Applaus, er hat sich sofort an den Flügel gesetzt und losgespielt. Ich war sofort hin und weg. Das war, also sobald das Publikum dann halbwegs leise war, es hat noch ein bisschen gedauert. Und natürlich waren auch viele Leute dann erkältet und haben irgendwie gehustet. Und das hört man leider wirklich sehr, sehr laut. Also ich habe einmal so ein Klacken gehört und habe dann zufällig irgendwie aus dem Augenwinkel gesehen, da ist einfach jemandem unten im Parkett der Programmzettel, also es war jetzt kein dickes Programmheft, sondern einfach so ein Faltblatt, damit man nochmal nachgucken kann, wer Brad Mehldau überhaupt ist. Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute, die da drin waren, vorher noch nie was von dem gehört hatten. Wie gesagt, ich kannte ihn so vage und habe dann jetzt als Vorbereitung auf das Konzert nochmal seine CDs auf Spotify gehört. Aber ich denke mal, dass bestimmt 80% der Gäste nicht wegen Brad Mehldau da waren, sondern wegen des Saals. Deswegen war es gut, nochmal so einen kleinen Flyer zu haben, wahrscheinlich. Und einer Person ist dieser Flyer runtergefallen. Und das Aufschlagen von so einem gefalteten DIN A4-Zettel auf den Holzfußboden, da war halt so laut, dass das irgendwie der ganze Saal gehört hat. Also echt, eine Stecknadel kann man bestimmt auch fallen hören. Wahnsinnig tolle Akustik, sehr wenig Hall. Also dafür, dass es so ein Riesenraum ist,
Gibt es wenig Hall? Natürlich gibt es Hall, aber der ist echt kurz und wirklich warm, also sehr mittenbetont, ohne dass die Höhen irgendwie weg sind. Also es klingt alles klar und wirklich nicht spitz. Also das irgendwie in dem Hall ist nicht wie in einer Kirche, wo man durch die vielen Steinwände halt das häufig hat, dass der Hall lang und spitz ist, also hoch. Hört man halt in der Elbphilharmonie vor allem die unteren Mitten irgendwie richtig, richtig schön klar durch. Und ich habe mich gefragt, ob das die richtige Entscheidung ist, als erstes Konzert in diesem neuen Saal, wo man eben auch auf die Akustik gespannt ist, weil die halt so hoch gelobt ist und der Herr Toyota sich da so viel Mühe gegeben hat, die Wände alle individuell auszufriesen. Ob man da nicht vielleicht ein Orchesterkonzert als erstes hören sollte, um gleich das volle Erlebnis zu haben. Aber ich habe dann ganz schnell festgestellt, nein, es ist genau richtig, diesen Saal mit einem Klavierkonzert kennenzulernen, denn so ein Flügel, der hat eine wahnsinnige Dynamik und da kann man wahnsinnig viele unterschiedliche Frequenzen rausholen, also von ganz tiefen Tönen, ganz hohen Tönen, in allen verschiedenen Lautstärken. Der Brad Mehldau macht halt auch viel mit so Klangteppichen, wo er dann ganz schnelle Arpeggien in den unterschiedlichsten Tonlagen spielt, die dann merkwürdigen Klangbrei erzeugen, der aber durchsetzt wird von einzelnen Tönen. Also es war ein unglaubliches Klangerlebnis, also wirklich toll. Und man hat gemerkt, wie der Musiker Spaß dran hatte, selber rauszufinden, okay, in diesem Raum, wie laut mache ich denn dieses schnelle Arpeggio im unteren Bereich im Vergleich zu den Spitzentönen in der Höhe dazwischen, und wenn ich das jetzt nach oben verschiebe, was passiert denn dann? Und das ist ja zum großen Teil auch Improvisationskunst, was der macht. Der hat halt keine festen Stücke, die er einfach runterspielt, sondern der hat natürlich Stücke, die er immer wieder spielt. Angefangen hat er mit, wie heißt das, Dream Catcher? Nee, das heißt nicht Dream Catcher, das heißt Dream Flower oder so. Ich gleich nochmal nachgucken, während ich hier weiter erzähle. Das erste Stück auf seiner 10 Jahre Brad Mehldau Solo-Platte, das ich auch irgendwie viel gehört hatte, ist, damit hat er angefangen. Und das spielt er natürlich nicht jedes Mal gleich. Da wird dann ein Teil eingefügt und eine neue Improvisation ausprobiert. Und man hat halt gemerkt, dass er diesen Saal versucht kennenzulernen und dann einfach Sachen macht, die er halt irgendwie, wo er denkt, jetzt probiere ich mal dies und jenes aus, um zu gucken, wie fühlt sich das denn hier an und was funktioniert denn besonders gut. Und das hat großen Spaß gemacht, ihn dabei auch zu beobachten. Es ist auch ein sehr expressiver Musiker, der braucht halt keine Noten, was soll er auch mit Noten, sondern der hängt sich halt voll da rein. Dann beucht er sich ganz tief über die Klaviatur. Leider haben wir ihn von vorne gesehen, also seine Finger konnten wir nicht sehen, aber halt sein Gesicht, wenn er nicht zufällig das Gesicht direkt über der Klaviatur hatte, sondern irgendwie dann mal nach oben geguckt hat und dann sich ganz weit nach rechts gelehnt hat. Und er hat schon sehr viel gemacht, teilweise wirklich nur mit der rechten Hand gespielt und mit der linken, die hat er dann irgendwie ausgeruht, keine Ahnung was. Dream Brother heißt das Lied übrigens, das hat er gespielt. Genau, und das hat irgendwie großen Spaß gemacht. Und dann nach dem dritten Stück erst, und seine ersten drei Stücke haben insgesamt eine Dreiviertelstunde gedauert, hat er das erste Mal was gesagt, oder war das nach einer Stunde? Es hat ewig lange gedauert, bis er überhaupt das erste Mal dann das Mikrofon genommen hat und sich bedankt hat für den Applaus. Auf Deutsch übrigens, ich glaube, er ist Engländer, ich weiß es gar nicht. Aber er hat das ganz gut irgendwie auf Deutsch moderiert, hat nicht viel gesagt, aber irgendwie nochmal die Stücke vorgestellt, die er da gespielt hat. Und danach hat er noch irgendwie ein, zwei weitere Stücke gespielt und ist dann von der Bühne gegangen. Und ist dann aber nochmal irgendwie viermal, glaube ich, wiedergekommen, weil wir so lange geklatscht haben, und hat noch Zugaben gespielt. Er sagte dann vor irgendeiner Zugabe so, das ist jetzt wirklich das letzte Mal, dass ich wiedergekommen bin. Es hat mir riesen Spaß gemacht, ich will am liebsten die ganze Nacht durchspielen, aber jetzt spiele ich als letztes Stück, Gershwin gespielt, wie hieß das Stück?
why did this take so long oder how have we gotten so far oder keine Ahnung was. Das passte irgendwie ganz gut und alle mussten lachen und dann hat er da noch ein Stück gespielt, ist von der Bühne gegangen, Standing Ovations und dann ist er doch nochmal wiedergekommen, obwohl er gesagt hat, das ist jetzt die letzte Zugabe. Hat noch ein sehr kurzes, sehr lustiges Stück gespielt, er macht da irgendwie manchmal Faxen da und ja, das hat einfach riesen Spaß gemacht. How long has this been going on, heißt das Stück von Gershwin, das er dann noch gespielt hat. Habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich das lustig fand. Ja, ein Stück, das er gespielt hat, war von Bach. Das war ganz überraschend, weil er spielt halt eher so sehr teilweise experimentellen, aber auf jeden Fall modernen Jazz und macht auch manchmal aktuelle Pop-Songs oder ja, zeitgenössische Pop-Songs. Er hat auch eine Sache von Radiohead gespielt zum Beispiel oder wenn man mal auf seinen Alben guckt, da ist auch öfter mal, also Smells Like Teen Spirit hat er einen Song von nachgespielt, ich weiß gar nicht mehr welchen, also Nirvana hat er jetzt irgendwie bei diesem Konzert nicht gemacht, aber Radiohead war dabei und als dann auf einmal ein Stück kam, ich kannte es nicht, muss ich gestehen, wie gesagt, ich bin in Klassik nicht so der Experte, aber ich merkte, irgendwas ist hier anders und dann hörte ich irgendwie, okay, jetzt kommt die gleiche Melodie, die er eben unten gespielt hat, spielt er jetzt oben und unten spielt es jetzt was anderes und dann verschob sich das nochmal und dann dachte ich, es klingt wie eine Fuge und es entwickelt sich tatsächlich zu einer Fuge. Das kann nicht von ihm sein, das muss Bach sein. Bach hat irgendwie viele Fugen geschrieben. Und dann hat er hinterher gesagt, ja, tatsächlich, das war jetzt irgendwie, anfangs war es die Fuge von Bach aus dem wohltemperierten Klavier sogar irgendwie. Erstes Buch, keine Ahnung was, also wahrscheinlich was sehr Bekanntes und ich hätte es wahrscheinlich sofort als das wohltemperierte Klavier erkennen müssen, wenn ich denn Profi wäre, aber bin ich halt nicht, muss man ja auch irgendwie nicht sein. Erwartet, glaube ich, auch keiner von irgendwem, der da ein Jazzkonzert besucht, dass er genau weiß, ah, die Töne, es ist Bach, es ist das. Aber ich war ganz stolz auf mich, dass ich gemerkt habe, so hier, das ist jetzt was Klassisches und ich habe zu meiner Frau rübergeflüstert, das klingt irgendwie jetzt nicht nach Mehl, das klingt jetzt nach Bach. Und das war es dann und dann hatte ich irgendwie ein gutes Gefühl, dass ich das irgendwie anhand der Struktur des Stücks irgendwie erkennen konnte. Ja, ganz stolz. Das war ein wirklich fantastischer Abend und der hat dann 2 Stunden gespielt bis um 10 Uhr. Haben wir ihn da gefeiert und den Saal gefeiert und das war wirklich, wirklich toll. Also das hat echt Spaß gemacht. Neben mir saß ein Ehepaar aus Bielefeld. Ich nehme an, das Ehepaar war ein paar Jahre älter als ich. Und er ist Jazzpianist und ist halt wegen Brad Mehldau gekommen und nicht wegen des Saals, aber hat natürlich gerne den Saal angeguckt. Aber er ist großer Brad Mehldau-Fan, hat ihn schon öfter live gesehen und gibt sogar Jazz-Klavierunterricht in Bielefeld, falls einer aus Bielefeld zuhört, der bei ihm Jazz-Klavierunterricht nimmt oder er selbst, dann schöne Grüße an dieser Stelle. Das war sehr nett, vor allem, weil er halt total mitgegangen ist und irgendwie sich total gefreut hat wie ein Kind, wenn Brad was besonders Aufregendes gemacht hat und das war echt, echt schön. Ja. Genau, und das war's auch schon. Wir haben uns da echt Zeit gelassen mit dem Rausgehen. Wir sind dann im Saal nochmal rumgegangen, um uns das irgendwie aus verschiedenen Blickwinkeln anzugucken. In dem großen Saal ist ja auch eine Orgel. Ich hatte, während das Eröffnungskonzert lief, vor einer Woche hatte ich auf Twitter gefragt, sagt mal, was ist denn das für eine Orgel da im Orchester? Und dann hatten einige Leute mir einen Link geschickt zu der großen Orgel, die in den Saal eingebaut ist. Die meinte ich aber gar nicht, sondern da war im Orchester war so eine kleine Orgel und das ist irgendwie, ich habe es schon wieder vergessen, irgendeinen französischen Namen hat das. Hat dann ein Hörer mir, ein Twitter-Mensch mir verraten. Ich weiß ja, die Leute, die mir auf Twitter folgen, weiß ich ja mal gar nicht so genau, ob das Hörer von mir sind oder woher die mich kennen. Wenn ich sie nicht kenne, weiß ich es halt nicht, woher sie mich kennen. Ja, aber diese große Orgel, die kann man sich eben auch angucken. Also da ist halt die Klaviaturen, so die, wie heißt denn das dann? Also die Orgelbedienung ist halt so an der Wand im Saal. Das ist ein bisschen komisch, weil das Orchester ja in der Mitte ist. Also das Publikum sitzt
um die Bühne herum, also kreisrum, in alle Richtungen der Bühne sind halt Zuhörer. Und Brad Meadow hat sich immer auch in alle Richtungen verneigen müssen, wenn er dann Applaus bekommen hat. Und aber diese, wenn es Orgelkonzerte gibt, dann ist halt der Organist sitzt dann irgendwie an der Seite, so direkt bei der Orgel. Vor den Orgelpfeifen sind so Säulen angebracht. Das habe ich nicht genau irgendwie einschätzen können, ob das auch akustische Gründe hat oder ob das vielleicht einfach Schutz ist für die Orgelpfeifen. Also die Pfeifen sind dann dahinter, diese Röhren, die vor den Orgelpfeifen sind, die sind eben nicht. Das sind keine Pfeifen, sondern das sind halt einfach Säulen. Und da kann man dann auch so durchgucken und mal gucken, wie das da aussieht. Das sind ja ganz, ganz viele Orgelpfeifen. Ne? Das ist bestimmt auch toll, mal ein Orgelkonzert im großen Saal von der Elbphilharmonie zu hören. Da bin ich auch gespannt. Also wir wollen da auf jeden Fall wieder hin. Die Elbphilharmonie hat natürlich eine interessante Geschichte, sage ich mal. Die Bauzeit war deutlich länger als geplant. Ich weiß aber nicht, ob man das den Planern unbedingt vorwerfen muss, denn das ist schon ein unvorhersagbares Projekt, also ein sehr komplexes Projekt gewesen. Und da vorherzusagen, so, ja, wir brauchen 3 Jahre und dann sind wir fertig. Hier ist der Projektplan, das ist unmöglich. Also jeder, der mal irgendwie halbwegs komplexe Projekte geplant hat, wird mir da sicherlich zustimmen und sagen, nein, das kann man nicht vorher alles wissen, was man während des Baus alles feststellt, wie man es noch anders machen will oder muss. Und deswegen sei die Bauzeit durchaus verziehen, auch wenn es zu Bauverzögerungen kam, die halt nicht irgendwie technischer Natur waren, sondern politischer Natur. Auch das kann man nicht vorher alles einschätzen und wissen. Die Baukosten sind ja auch ums Zehnfache gestiegen. Ich glaube, geplant waren oder ums Hundertfache, ne? Ich glaube, geplant war irgendwie so. Also erste Schätzung war 7 Millionen oder so. Oder 8 oder 9. Und dann sind es irgendwie 770, bummelig, irgendwie 768 Millionen Euro geworden. Und das ist natürlich eine ja, unzumutbare Steigerung, könnte man fast sagen. Warum hat man es dann überhaupt durchgezogen? Aber ich glaube, wenn alle Verantwortlichen ganz ehrlich gewesen wären am Anfang, also niemand hat das doch geglaubt, dass man für so wenig Geld so ein Bauwerk dahinsetzen kann. Deswegen finde ich diese Steigerung auch nicht ganz so schlimm wie viele andere, die sich darüber aufregen. Und ja, also natürlich wäre es irgendwie auch schön gewesen, wenn nach der ersten vollkommen unseriösen Einschätzung dann vielleicht irgendwann auch mal bei 300, 400 Millionen Euro Schluss gewesen wäre. Aber andererseits, wenn man dann schon so viel Geld reingesteckt hat, irgendwann kann man dann auch nicht mehr zurück und kann man auch nicht sagen, nee, wir brechen das jetzt ab, weil es jetzt nochmal so teuer wird. Weil dann ja diese ersten 350.000 oder 400, nicht 1000, Millionen Euro für die Katz gewesen wären. Also das musste man dann auch durchziehen. Ganz interessant fände ich jetzt mal rauszufinden, wie teuer denn eigentlich jetzt im Nachhinein noch die Image-Kampagne war. Denn in den letzten Wochen, als es auf die Eröffnung zuging und jetzt auch während der Eröffnung und nach der Eröffnung, hat man halt gespürt, wie die Berichterstattung und auch das Reden über die Elbphilharmonie in der Bevölkerung sich komplett gewandelt hat. Von was für ein Rohrkrepierer-Projekt und was für ein Scheiß, dass das so teuer ist und so, hin zu, oh wow, jetzt wird sie endlich fertig und wie geil und ich will unbedingt rein. Und alle Leute, denen ich erzählt habe, dass ich Karten gekauft habe, waren halt total neidisch und haben das bewundert, dass ich da hingehen kann. Und ein Arbeitskollege von mir hat Karten für Einstürze und Neubauten bekommen und dann haben wir uns irgendwie schon drum gestritten, ob er sie mir nicht verkaufen. Also im Spaß und so. Also die Wahrnehmung der Elbphilharmonie in den letzten Wochen war halt extrem positiv, was die Medien angeht. Und ich glaube, dass da sehr viel Geld reingeflossen ist in die richtigen Marketingberater, damit das jetzt eben aufhört mit dem Genörgel
und die positiven Seiten halt massiv in den Vordergrund gestellt werden, die Vorfreude auch in den Vordergrund gestellt worden ist, auch mit dieser ganzen Lichtshow und bei der Eröffnungsfeier, so, das war halt schon, da wurde sehr viel geklappert, damit das eine positive Wahrnehmung bekommt, und das ist denen gelungen, und das finde ich auch richtig. Also auch dieses Geld für die Image-Kampagne, egal wie viel das gewesen sein mag, das musste man in die Hand nehmen, damit man nicht irgendwie denkt, so, ja toll, jetzt ist das Ding fertig und jetzt lasst mich endlich in Ruhe, sondern dass halt wirklich alle Spaß dran gehabt haben, jetzt da mitzufeiern sozusagen. Ich habe wirklich ganz wenig Leute noch gefunden, die sich immer noch über die Elbphilharmonie ärgern. Es gibt bestimmt welche, und auch unter euch, und selbst, ja, wenn ihr euch jetzt ärgert, dass ich das hier irgendwie alles so nur rosa-rot darstelle, weil ihr die Elbphilharmonie doof findet, kapitalistischen Scheiß, dann ja, müsst ihr mir verzeihen. Das ist einfach so. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass das da jetzt steht. Ich sehe sie ja auch jeden Tag, zumindest jeden Arbeitstag, und dass es da jetzt endlich losgeht mit der Musik. Und mein erstes Erlebnis da war wirklich über meinen Erwartungen schön. Tja. Nachdem ich euch das jetzt alles erzählt habe, kommt noch mal ein kurzer Housekeeping, ein Bericht aus eigener Sache. Habe ich ja letztes Mal schon gemacht, um euch zu erzählen, dass ich heute am Mittwoch und nächste Woche am Dienstag schon wieder die nächste Episode senden werde, weil der nächste Realitätsabgleich erst am 31.01. kommt. Kommt ihr also nächste Woche schon wieder in den Genuss einer neuen Episode. Da wird es dann um Routine gehen. Das Thema fiel aus der letzten Episode hinten raus. Erzähle ich dann aber nächstes Mal. Und was ich euch aber erzählen wollte, ist, dass ich jetzt endlich mal ein paar Euro in die Hand genommen habe, beziehungsweise sie dem Georg zugeworfen habe von Auphonic, und ich habe mir ein größeres Abo kurzfristig gekauft und ein Einmalpaket noch dazu gekauft, damit ich die restlichen Einschlafen-Podcast-Episoden aus dem Archiv, was ich noch über das alte System veröffentlicht hatte und was noch nicht im aktuellen Feed verfügbar war, jetzt dann auch einmal durch Auphonic jagen konnte, sodass da irgendwie alle Metadaten hübsch sind, dass es gut klingt und in der richtigen Struktur vorliegt, sodass ich sie halt neu veröffentlichen konnte. Raus aus dem alten System, rein ins neue, sodass jetzt das Einschlafen-Archiv Geschichte ist. Jetzt braucht ihr nicht mehr. Stattdessen sind jetzt alle Einschlafen-Podcast-Episoden in einem Feed verfügbar. Das heißt, wenn ihr die Einschlafen-Podcast-Android-App oder iOS-App, wo ich mich übrigens für die Fehler entschuldigen möchte, da komme ich immer nicht dazu, die Rezensionen zu lesen, und ich weiß, dass da viele Abstürze sind. Es tut mir leid. Ich muss nochmal mit Holger irgendwie sprechen, dass er da vielleicht noch was dran macht, oder wir müssen die App einfach zurückziehen. Aber zumindest, egal auf welchem Weg ihr den Einschlafen-Podcast jetzt hört, jetzt sind alle Folgen verfügbar auf der Webseite, auf dem Feed, egal welchen ihr jetzt abonniert habt, und ja, in den Apps. Also 10 Tage am Stück könnt ihr die unterschiedlichen Einschlafen-Podcast-Episoden hören, ohne absetzen zu müssen. Wenn ihr denn wollt, wenn ihr so lange schlafen wollt. War ein bisschen Arbeit für mich. Ich habe ja auch die Kommentare, die an den Artikeln zu den alten Episoden waren, habe ich noch umgehängt in der WordPress-Datenbank, sodass sie an der richtigen Stelle hängen. Und ja, das war halt schon ein bisschen Aufwand für mich und ein bisschen Kosten, aber ich habe das irgendwie jetzt die letzten Monate, Jahre immer noch so mit dem Restguthaben von meinem Auphonic monatlichen Budget gemacht, und da hatte ich jetzt keine Lust mehr zu. Ich wollte das jetzt in einem Rutsch wegarbeiten, damit das mal abgehakt ist. Ja. Genau. So, und jetzt apropos Rutsch, ich rutsche hier schon wieder so, das halb auf dem Sofa liegen, ein bisschen runter, ein bisschen aufrichten, und jetzt lese ich euch den Rilke der Woche vor. Der ist sehr kurz, obwohl ich zuerst dachte, er sei sehr lang. 3 Seiten, aber die 3 Seiten, die ich da gelesen hatte, das war das Inhaltsverzeichnis für den nächsten Teil in dieser Sammlung von Rilke-Gedichten. Dieser Teil heißt Gebete der Mädchen zu Maria. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das Inhaltsverzeichnis wieder so vorlese. Ich glaube, das war beim letzten Teil auch schon so, dass ich
das Inhaltsverzeichnis vorgelesen habe, als sei es ein Rilke-Gedicht. Kann man machen, muss man aber nicht. Stattdessen lese ich euch jetzt das erste davon vor, das da heißt, mach, dass etwas uns geschieht. Und das ist ganz kurz. Mach, dass etwas uns geschieht. Sieh, wie wir nach Leben beben und wir wollen uns erheben wie ein Glanz und wie ein Lied. So. Sehr schön. Und weil es heute schon so viel um Kultur ging, lese ich euch gutes Kulturgut vor, nämlich den alten Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft. Wir sind auf Seite B556 mittlerweile angekommen. In der Schlussanmerkung zur Auflösung der mathematisch-transzendentalen und Vorerinnerung zur Auflösung der dynamisch-transzendentalen Ideen. Das war nicht der erste Absatz, sondern nur die Überschrift des nächsten Teils. Augen zu und zugehört. Als wir die Antinomie der reinen Vernunft durch alle transzendentalen Ideen in einer Tafel vorstellten, da wir den Grund dieses Widerstreits und das einzige Mittel, ihn zu heben, anzeigten, welches darin bestand, dass beide entgegengesetzte Behauptungen für falsch erklärt wurden, so haben wir allenthalben die Bedingungen als zu ihrem Bedingten nach Verhältnissen des Raumes und der Zeit gehörig vorgestellt, welches die gewöhnliche Voraussetzung des gemeinen Menschenverstandes ist, worauf denn auch jener Widerstreit gänzlich beruhte. In dieser Rücksicht waren auch alle dialektischen Vorstellungen der Totalität in der Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten durch und durch von gleicher Art. Es war immer eine Reihe, in welcher die Bedingungen mit dem Bedingten als Glieder derselben verknüpft und dadurch gleichartig waren, da denn der Regressus niemals vollendet gedacht oder, wenn dieses geschehen sollte, ein an sich bedingtes Glied fälschlich als ein erstes mithin als unbedingt angenommen werden müsste. Es würde also zwar nicht allerwärts das Objekt, das heißt das Bedingte, aber doch die Reihe der Bedingungen zu demselben, bloß ihrer Größe nach erwogen, und da bestand die Schwierigkeit, die durch keinen Vergleich, sondern durch gänzliche Abschneidung des Knotens allein gehoben werden könnte, darin, dass die Vernunft es dem Verstande entweder zu lang oder zu kurz machte, so dass dieser ihrer Idee niemals gleichkommen konnte. Wir haben aber hierbei einen wesentlichen Unterschied übersehen, der unter den Objekten, das heißt den Verstandesbegriffen, herrscht, welche die Vernunft zu Ideen zu erheben trachtet, da nämlich nach unserer obigen Tafel der Kategorien zwei derselben mathematische, die zwei übrigen aber eine dynamische Synthesis der Erscheinungen bedeuten. Bis hierher konnte dieses auch gar wohl geschehen, indem, so wie wir in der allgemeinen Vorstellung aller transzendentalen Ideen immer nur unter Bedingungen in der Erscheinung blieben, ebenso auch in der zweien mathematisch-transzendentalen keinen anderen Gegenstand als den in der Erscheinung hatten. Jetzt aber, da wir zu dynamischen Begriffen des Verstandes, sofern sie der Vernunftidee anpassen sollen, fortgehen, wird jene Unterscheidung wichtig und eröffnet uns eine ganz neue Aussicht in Ansehung des Streithandels darin, der Vernunft verflochten ist und welcher, da er vorher als auf beiderseitige falsche Voraussetzung gebaut, abgewiesen worden. Jetzt, da vielleicht in der dynamischen Antinomie einer solchen Voraussetzung stattfindet, die mit der Prätension der Vernunft zusammen bestehen kann, aus diesem Gesichtspunkte und da der Richter den Mangel der Rechtsgründe, die man beiderseits verkannt hatte, ergänzt, zu beider Teile Genugtuung verglichen werden kann, welches sich bei dem Streite in der mathematischen Antinomie nicht tun ließ. Die Reihen der Bedingungen sind freilich insofern alle gleichartig, als man lediglich auf die Erstreckung derselben sieht, ob sie der Idee angemessen sind oder ob diese für jene zu groß oder zu klein seien. Allein der Verstandesbegriff,
der diesen Ideen zum Grunde liegt, enthält entweder lediglich eine Synthesis des Gleichartigen, welches bei jeder Größe in der Zusammensetzung sowohl als Teilung derselben vorausgesetzt wird, oder auch des Ungleichartigen, welches in der dynamischen Synthesis der Kausalverbindung sowohl als auch als der des Notwendigen mit dem Zufälligen wenigstens zugelassen werden kann. Daher kommt es, dass in der mathematischen Verknüpfung der Reihen der Erscheinungen keine andere als sinnliche Bedingung hineinkommen kann. Das heißt, eine solche, die selbst ein Teil der Reihe ist, da hingegen die dynamische Reihe sinnlicher Bedingungen doch noch eine ungleichartige Bedingung zulässt, die nicht ein Teil der Reihe ist, sondern als bloß intelligibel außer der Reihe liegt, wodurch denn der Vernunft ein Genüge getan und das Unbedingte den Erscheinungen vorgesetzt wird, ohne die Reihe der Letzteren als jederzeit bedingt dadurch zu verwirren und den Verstandesgrundsätzen zuwider abzubrechen. Dadurch nun, dass die dynamischen Ideen eine Bedingung der Erscheinung außer der Reihe desselben, das heißt eine solche, die selbst nicht Erscheinung ist, zulassen, geschieht etwas, das von dem Erfolg der Antinomie gänzlich unterschieden ist. Diese nämlich verursachte, dass beide dialektische Gegenbehauptungen für falsch erklärt werden mussten. Dagegen das durchgängig Bedingte der dynamischen Reihen, welches von ihnen als Erscheinung unzertrennlich ist, mit der zwar empirisch unbedingten, aber auch nicht sinnlichen Bedingung verknüpft, dem Verstande einerseits und der Vernunft andererseits Genüge leisten und indem die dialektischen Argumente, welche unbedingte Totalität in bloßen Erscheinungen auf eine oder andere Art suchten, wegfallen, dagegen die Vernunftsätze in der auf solche Weise berichtigten Bedeutung alle beide wahr sein können, welches bei den kosmologischen Ideen, die bloß mathematisch unbedingte Einheit betreffen, niemals stattfinden kann, weil bei ihnen keine Bedingung der Reihe der Erscheinung angetroffen wird, als die auch selbst Erscheinung ist und als solche mit ein Glied der Reihe ausmacht. Ja, jetzt fallen mir die Augen zu. Ich mache dann hier auch Schluss. Das nächste Kapitel, kann ich ja schon mal spoilern, heißt Auflösung der kosmologischen Ideen von der Totalität der Ableitung der Weltbegebenheiten aus ihren Ursachen. Und ich wette, ihr könnt es kaum erwarten, das zu hören. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Schlaft recht viel, ausreichend viel und gut. Und wir hören uns ja schon nächste Woche wieder. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.